Liebe Leserinnen, liebe Leser, ein weiteres Jahr ist vergangen, nämlich dieses hier, das Jahr 2014. Und gegen Ende des Jahres produzieren wir den Jahresrückblick. Neben mir sitzt Erich Schillinger als einer der beiden Hauptverantwortlichen für dieses Heft. Sven Gechter kümmert sich um die Inhalte und mindestens so wichtig die Optik, der geniale Art Director vom Profil, der einmal am Ende des Jahres sich noch so richtig austoben kann. Mhm. Das sieht man schon am Cover. Wir hatten da ja eine Diskussion, eine kurze Diskussion darüber, ob wir es eher schlicht machen, was es dann wurde, was vermutlich die Verkäuflichkeit nicht unbedingt steigert, oder ob wir da viele bunte Bilder drauf geben. Und ich glaube, ich bin der Einzige, der es überlegt hat. Für dich war es relativ eindeutig. Was ist die Herausforderung bei so einem Heft, das doch anders ist, größer ist, anderes Format? Das Format als solches natürlich schon als erstes. Aber das ist die kleinere Herausforderung. Das Besondere für uns ist es natürlich, dass zur selben Zeit unheimlich viele Hefte mit demselben Thema erscheinen. Wir alle wissen, welche Bilder des Jahres sind bei allen und dasselbe. Unsere Kunst oder unser Bemühen ist es, sich abzuheben von den anderen. Das ist das Besondere dabei. Jetzt ist der Themenkreis sehr eng, umso schwieriger ist es, sich abzuheben. Wir dürfen natürlich uns nicht verlassen und wir müssen viel bleiben damit. Ja. Und das ist das Bemühen und trotzdem anders zu sein. Wir fangen das halt sehr stark mit Illustrationen ab, die wir aber sehr gerne machen. Oder mit solchen Seiten, die einfach nur mit Grafik arbeiten, zufällig aufgeschlagen. Ja. Und natürlich auch, die Hefte sind natürlich auch inhaltlich, heben sich stark von anderen Produkten am Markt ab. Und auch das ist natürlich unser Bemühen, das darzustellen. Das ist unsere Aufgabe natürlich, uns das darzustellen. Was zeichnet die Grafik vom Profil insgesamt aus? Wodurch unterscheidet sich Profil nun von anderen Produkten im Land oder international? Dass wir verzichten sehr stark auf Effekte, sozusagen. Also wir müssen nicht immer mit der Keule auftreten. Versuchen eine sehr feine Klinge zu führen, dass man auch spürt, da hier liegen Qualitätstexte vor mir und die Bilder zurückhaltend, aber prägnant trotzdem darstellen. Wie wird der Rückblick 2024 aussehen? Also wohin geht die grafische Entwicklung? Hast du eine Ahnung, eine Vorstellung, was passieren wird? Er wird edler ausschauen noch. Das heißt, wir werden eine noch stärkere Trennung aus Text und Bild erleben. Sehr klare, sehr schöne Bilderstrecken trotzdem haben, aber ein wesentlich klassischeres und wesentlich eleganteres Auftreten in den Magazinen finden. In solchen Magazinen, aber ich glaube auch andere werden sie zum Teil müssen eleganter werden, weil du einfach wiederum das Papier in den Vordergrund rücken musst. Die elektronischen Medien stehen Schlange sozusagen. Und wir sind auf Papier und das müssen wir müssen einfach wieder herausstreichen, was Papier kann. Ja, dann danke ich dir. Gerne. Ich wünsche Ihnen frohe Feiertage und ein schönes neues Jahr. Wir sehen uns wieder. Wünsche ich auch.